Der Tag vergeht halb so schnell und die Ja. Nacht vergeht normal. Also man hat jetzt ungefähr doppelte Tageslänge und die Nacht halt die normale Zeit. Ja, wenn es denn richtig packt, weiß der, wie es manchmal ist. Ja. Kann man schon sehen. Okay, so, Campfire Hast du laufen. hier nicht Platz In hier? den ersten zweien ist auch Fleisch. Riech zum Essen. Ja, Raptor. Kommt zu dir. Raptor, komm zu mir. Komm her, Raptor. Oh, das weiß, der ist gar nicht mal so hässlich. Ja. Könnte man vielleicht mal mit dem Knüppel bearbeiten. Das ist ein Eis. Ein Eis ist von Anarchy. Ja, schon klar. Mir schon gedenkt. Braucht nur ein bisschen Wut. Und wir hauen den mal. Mit Knüppel. Ich hau den mal mit dem Knüppel. Gib mir vorher noch ein bisschen Melee-Damage. Den habe ich noch gar nicht geskillt. So, 4,75, das ist jetzt schon zu viel. 6, 7, so. 5. Komm her. Er macht 16 Damage. Kann nur sein, dass er sein dämliches Level nicht sehen. Und der hört sich an wie ein Alu. What the hell? Level 120. Ja, und mein Leben hat er halb runter. Drei Viertel. Okay. Wow, der ist gut drauf, der Kleine. Respekt. Nix knüppeln. Oh, du hast kein Bett aufgestellt. Okay, dann. Und der kommt jetzt nicht zu mir. Schnell das Bett auf. Ich will jetzt nämlich nicht kuscheln. Draußen oder auf dem Stein? Egal, Hauptsache irgendwo eins, zwei. Mal. Ich schalte das mal hier auf. Schön im Lagerfeuer, schön kuschelig. Genau. Ich hoffe, Ja. du spawnst nicht gleich in die Lagerfeuer. Boah, selbst wenn ich habe so viel Leben. Aber es hat nicht gereicht, deswegen werde ich mir jetzt noch. So, jetzt bin ich bei 3000 Leben. Brauche ich irgendwoher ein Steinchen? Oh, ich habe eins. Ups, es gibt nämlich noch ein Licht bei Nacht. Das ist nämlich noch so ein Vorteil mit dem Death Helper. Ja, krass, gutes Licht. So, ich habe mein Loot geholt. Ich lasse den Raptor mal Raptor sein. Dort. Jo. Er hat mich echt zerlegt, der Bursche. Ja. Boah, ich mache hier Hat dich jetzt Küttelparty. zerfressen gern. Ja. So. Willst trotzdem gerne noch mal probieren? Komm her, Digga. My health is full. Ich treffe den nicht mit dem Knüppel, glaube ich. Viertel live. Och, jetzt kannst du mich mal, mein Freund. Hört sich auch an wie ein Allosaurus. Total crazy. Treibt sich jetzt am Strand rum. Boah, das ist echt nicht ohne. Nur Level 120, nicht wieder 600 der Lilo. Übel. Wir haben gleich den ersten Pizza. Cool. Gut, schon getimt. Dann Piti. Warum noch Chitin? Dann könnten wir uns zum ersten Sattel. Cool. Kann mich gleich drum kümmern. Der treibt sich jetzt am Strand rum und beißt auf einem. Na, wie heißen die hier? Die verwöhnten Fresssäcke.
die mal Polymer wollen und mal das, mal jenes. Ah, die. Ja, Genau, ich weiß, was die Mosh-Ops. heißt. Genau, Mushrooms. die meine ich. Du brauchst nur Chitin, hast du gesagt, ne? Ja. Ich werde mal meine Rüsi reparieren, was jetzt echt instant geht. Dem schnellen Speed. Und dann gehe ich meine Schildkröte zerlegen. Aber erst brauche ich noch ein bisschen Fleisch. Heute gibt es nur 70 Schicken. Aha. Such mir meine Schildkröte. Und falls du noch Fleisch hast, kannst du Ja. vielleicht noch in die anderen Campfire reinmachen. Oh, die ersten zwei ist schon Fleisch. Also am besten gleich für zwei Flattermänner. Ja, das Muss stimmt. ich mir So. sorgen, weil ich habe. Schildkröte gefunden, Level 175. Wir haben jetzt schon zwei Petri Boah. Pizza da stehen. Und sogar ein Pärchen. Level 277 und 209. Ja, Schildkröte blutet schon sichtbar. Schildkröte ist tot. Chitin, Kreatin, 86, 100, okay. 151, brauchst du mehr, 75 pro, ne? 75 pro einen, ja. Oder sind 150 für beide? Hab Nee, warte ich. mal. Nee, oder? Hab Ja, ich. 75. 151 habe ich. Das andere, was so viel war jetzt gerade, war Fasern. Oh, dich zerlege ich auch, mein Kleines. Du bist eine Babyschildkröte, Level 10. Level 10. So schnell komme ich nie wieder daran, was zu töten. Zack. Dann gibt es nochmal gut Primate. Die hat nur 76 gegeben. War ein Eimer voll Beeren in der Tasche. Naja, gut. Die Meatspoiler haben wir auch Trupp, ne? Adoleszentes Weiß ich Triceratops. jetzt nicht. Ich mach mal noch so ein 480er Trize kaputt. Mann. Ach, wir sind ja auch verrückt. Warum haben wir uns nicht die... 280. Was, 280? Piet, Ah. bleib stehen. Bist mein. Warum haben wir uns nicht die Lens gemacht, die Betäubungslanze? Die Tiere Wollte. schlafen doch schneller, als sie getötet werden. Aber dann kriegst du den Loot nicht, ne? Manche Stimmt tragen ja schon. Gutes bei sich. Stimmt. Nur wenn du sie tötest. Okay, ein super Piet. Der sitzt gezähmt Level 419. Cool. Ah, der hat einen Kompass dabei. Na toll, dummes Strike. Aber egal, du gibst Chitin und Kreatin oder Kreatin. Na, da jetzt nämlich gerade der rumflog und man die ja per Hand ziehen kann, Ja, das mir definitiv. nehme ich gleich. Auf Wieso auch nicht? jeden Fall. Oh. Wolltest du einen Skorpion in der Hütte? In der Haus? Na. Naja, ich habe 1000 Fortitude, glaube ich. Was? Stopp. Ja. Narkotik und Fleisch. Ja. Ich krieg das Chitin gleich frei Haus geliefert. Ja, ich gebe dir Richtig. aber das. Ah ne, das Kreatin bräuchte ich noch. Hier hast du Chitin. Stimmt, das Kreatin könnte ich gebrauchen für den Perlenkonverter. Der geht ja nur mit Kreatin. Und So. geht jetzt in einer? Ah, Fasern viel mehr. Kannst jetzt auch gleich kriegen, wenn du Okay. möchtest. Ich suche nur gerade schnell noch den Perlenkonverter. Willst du eine Motte? Nein, ich will keine Motte. Die ist voll Keine. doof. Die ist voll doof. Kibble Oh. Wedding Machine, Dragon Sattel schalte ich auch direkt frei. Chitin Helmet. Chitin.
Ja, dann kannst du, darfst du sie töten. Sie läuft ja auch nicht davon. Aha. Ich liefere sie dir sogar. Mann. Nicht die blöden Lederhelme, nicht. So. Ja. Der Große kriegt ihn gleich zum ersten Sattel. Cool. Noch ein Sattel. Für. Ich nehme ihn in die Miste. Geh weg, Dragon. Nicht Dras, Dragon. Mit. So. Fehlt noch ein bisschen Faser. Hier. 221 Fasern. Dankeschön. Mhm. So, ich werde mich mal schnell reparieren. Repair? Achso, ja, klar. So. Was? Wer greift mich da an? Ganz normaler Raptor, du bist ja doof. Komm her. Was? Und ein Pete greift mich an? Okay, Raptor tot. Was? Nee, nee, nee. Die Pete sind... Oh. Die Vögel sind nicht auf... Passiv. Kommt mal alle zu mir. Jupp. So. Komm on, 117. Soll ich die Vögel auf passiv pfeifen? Und? War nix. Ich habe jetzt mal ein paar Pfiffen. Okay. Vögel. Wenn die durchdrehen, dann haben wir Mörder-Speed drauf. Das stimmt. Eine Zementpaste braucht man dafür. 15, alles klar. Aber trotzdem lege ich das Kreatin in den Schrank. Weil das nimmt nur Kreatin zum Basteln. Basteln. Okay, dann nehme ich das andere Chitin jetzt mal und crafte dir Zementpaste. Upp. Kampfmusik, da prügelt sich was. Terrorbird greift die Petris an. So, Vögel macht's was. Terror ist schon tot. What the Stress hier auf Anunnaki, ey. Ja, echt mal. Kommt mal ja nicht mehr zum Bauen hier. Ja. So eine Motte mache ich jetzt. Eine Kampfmotte. Ich glaube, die kann gar keine Attacke. Nahkampfschaden? Nur über ihren Pupper. Naja. So, hopp. Oh, irgendeinen Petri habe ich noch keinen Zettel. Okay. Wer von euch Petris keinen Sattel? Oh, wissen sie wahrscheinlich selbst nicht, die Burschen. Die Burschen. Hey. Glaube ich nur ein Bursche und zwei Mädels. Also. Männlich? Weiblich? Männlich. Oh. Zwei Burschen, ein Mädel. Ah. Großes männlich. Zweitgrößtes Weibchen scheinbar. Ja. Okay. Ach. Nicht ins Inventar. Habe ich das auch? Ja, hat auch einen Winter gehabt. Ah. Jetzt haben die irgendwie auf Anunnaki alle, das ist ja das Coole. Da lohnt sich echt, die Viecher zu killen. Nee, ich habe sie ja scheinbar ins Inventar gelegt. Also. Gesetzt. Passt. Dafür gab es einen Anunnaki Poison, hat der einen noch drin gehabt. Ja, cool. Wow. Immer der den her hatte. Oh.
Ah, die Stackmod macht es jetzt schon ein bisschen easier, gerade auf Anno. Normal habe ich was gegen Stackmods. Wenn die einmal nicht greift, ist der ganze, ist dein ganzer Stuff weg, aber. Naja, so hat es tatsächlich Sinn bei den Mengen, die man hier rausholt. Wo willst du Türen haben? Ach, ruhig, du bist unsere Bastelkönigin. Du hast die geilsten Bauwerke. Nein, die meisten haben die ja noch gar nicht gesehen, aber die Base auf dem Vanilla zum Beispiel ist auch auf ihrem Mist gewachsen. Nur mal so zur Info. Warte mal. Machen wir doch lieber hier auch noch. Schön, dass die A-Taste endlich funktioniert. Ja. Wir können ja auch eine Wohnhütte, eine Tierhütte und eine Crafting-Hütte machen. So, machen wir uns mal das Zeug von Steam. Du jetzt mal eine Lagerhütte. Ja, okay. Den Bank-Mod mal austesten. Oder alles bauen können. Okay. Metal Blast Forged. Steampunk hat ja auch seine eigenen Rüstungen. Die ist jetzt nicht wie Tech oder so, aber die sind schon cool. Ich meine, Steampunk ist ja allgemein eine geile Sache. Sieht gut aus, alles. Ich weiß nicht, hast du schon mal die Steampunk-Computertastaturen gesehen? Nein. Boah, die sind so ewig. Ich habe auch nichts von Steampunk gesehen. Okay. Warehouse 13 kennst du, ne? Bitte? Warehouse 13? Ja. Okay. Der Computer, den die nutzen? Das ist Steampunk. Ah. Auch das Farnsworth, das Gerät, womit die unterwegs telefonieren, deren Handys. Oh. Ist auch Steampunk. Naja, so viel habe ich nicht gesehen davon. Aber den Computer bestimmt, ne? Wo der immer drauf tippt im Warenhaus. Ja. Ja, das ist Steampunk-Technik. Sieht einfach nur affengeil aus. Ich mach mal den da an. So, mein kleiner Freund. So, wir haben die Steampunk ganz unten eingeordnet, damit man genau weiß, was dazugehört. So, und da wir wieder plus 500 Level haben, können wir das auch einfacher machen. Hydro-Crop-Plot, da brauche ich den Crop-Plot für. Alles klar, Crop. Gibt hier so einen extrem geilen Crop-Plot in dem Ding nämlich. Und da haben wir ihn. So, da ist einmal die Steampunk komplett durchgelernt. Damit wir dann nachvollziehen können. Steam Workstation. Metall, Zementpaste. Wir brauchen geschmolzenes Copper und Glaspanels, um das machen zu können. Jetzt frag mich nicht, wie das geht. Ich habe da einiges schon ausprobiert gehabt. Auf jeden Fall brauchen wir als erstes die Forge, die Blast Forge. Das heißt, wir brauchen 100 Obsidian, 250 Rohmetall, 150 Zement und 50 Silikaperlen. Du willst jetzt zügig mit der Steampunk arbeiten, ne? Erstmal ein Safe-Gin. Naja, klar. Dann ziehe ich da mal direkt. Kurz ab. Upa. Upa, upa, tetere, tetere. So, was ist denn hier mit Oxygen? So. Da sind schon die ersten Pearls. Direkt vor der Haustür im Meer. Und Oil. Das nehme ich da auch noch mit. Oil ist nicht gerade gut, die Ausbeute. Na gut, man darf nicht vergessen, wir sind auch mit Steinwerkzeug zugange. Ja. Sollten wir vielleicht dann mal ändern. Ja. Man kann doch ein paar Chirinosaurus irgendwas farmen. Wenn überhaupt nur Bären. Ach, Parchirino, ja, wenn überhaupt nur Bären. Aber der hat diesen Buff, der kann Tiere aggro machen.
mit seinem Gas oder auch beruhigen. Ich hätte nämlich meinen ersten Pachyrino da. Oh, cool. Mit Level 365. Jo. Und gezähmt? Hab dabei, das dauert ein bisschen. Ja, das ist klar. Mit Bärchen. Aber er futtert eh ziemlich schnell. Jupp. Yep. OMG, ich habe einen richtigen Schwarm Haie hinter mir. Nee, Haie brauchst du jetzt nicht mitnehmen. Oh, jetzt haben sie mich gesehen. Ich hab mich hinterm Ölstein versteckt und den abgebaut. Und dann haben sie mich gesehen. Bin ich da. Genau, so habe ich mir auch gedacht. Du siehst mich nicht, ich sehe dich nicht. Okay, Olli, nicht zu gierig werden, tauch auf und seh zu, dass du die Mücke machst. Blub, blub, blub. Blub, 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 blub. Oh, ich mach schon wieder Kackerchen wie Dolle. Na komm. Gleich bist du mein, gleich bist du mein. 71% haben wir. Gleich bist du mein. Na komm, bisschen noch. So, wie viel Silikaperlen hat's gegeben? Glaubst du nicht, 1089. Das ist okay. Ja. Und 36 Öl, naja, ist nicht gerade die Welt, aber gut. Setz mich dich und dann gucke ich mal, was ich für dich für einen Zettel. So, fertig. Level 547 ist er. Na, das ist nice. Ja, oder? Ja, ein Männchen. Das ist nice. Das sag mal, Galli, spinnst du? Was macht der Galli? Er ist mich angesprungen. Oh, oh. Ein Pachy ist in Rage. Ein Berg runtergesprungen. Was hat dich angegriffen? Du siehst blutig aus. Ui, ui. Okay, ist auch nur Level 35. Na nicht. Dann. Darf's blutig sein. Ja, hat er ja kaum HP. Solange er nicht den Feind mitgenommen hat. Außer ein Galilin. Ich glaube, die schnellen da heißen Gallis, oder? Ja, Gallimus. Der sprang vorher auf ein Bergchen da wie ein Raptor, so genau auf mich zu. Okay. Ja gut, die brauchst ja nur anpupen, dann fangen die an schon abzuhauen, ne? Ja. So, gucken wir mal. Pach, die Rino. Ja. Kann man ihn da haben? Oh, stimmt nicht, glaube ich nicht. Doch. Oh, cool. Der braucht 140 Leder, 80 Fasern, 25 Holz. Also. Ja. Ziemlich günstig. Mitkommen. Ach, es gibt noch einen Mietspoiler in der Steam. Mod. Wo ist aber unser Mietspoiler? Haben wir den Mod überhaupt reingetan? Ich könnte schwören, ja. Was kann sein, dass er den anderen überschreibt? Ich gucke jetzt mal nach Mod-Reihenfolge. So, hier, das ist Anunnaki Genesis. Anunnaki Genesis. Das ist der Poop and Egg Collector. Bin. Die Kibbelmaschine habe ich auch schon gelernt. So, unendlicher Speer, unendlicher Bola, unendliche Flairgun, unendlicher Fallschirm, unendliche Grappling Hook. Schade, die haben das Fernglas da rausgenommen. Hätten wir ruhig das andere auch reinnehmen können, na egal. Stimmt ja, das war ja das, was so buggy war. Wo du vom Server geflogen bist, wenn du benutzt hast. Ja. Wird auch die Mod nehmen. Egal. So. Erstellen. Das ist S Plus Tech.
Das hier ist die TechDB. TechDB, TechDB. Ich sowieso marken. Da. Nö, also anscheinend haben wir den Meat-Spoiler nicht drauf gemacht. Was sind wir denn für Nasen? Wie? Echt jetzt? Ja. So. Du bist zu Fuß unterwegs? Brauchen gleich Rohmetall für die Steampunk-Wende, damit solltest du auch zügigst anfangen. Hast ja schon probiert, du weißt ja, was du machen musst, glaube ich. Ein bisschen. Ich nehme ihn nicht. Ne, wir haben den Meat-Spoiler echt nicht draufgeschmissen, aber den sollten wir noch draufschmeißen, ne? Kommst ja hier gar nicht an Gammelfleisch sonst. Bis jetzt hat die Hütte nur einen Eingang. Okay. Ja, das war ja immer gut, da kannst du wenigstens hinten wieder rot. Und eine Lighthouse-Dach zum Beispiel, dann kann man da runterschießen, um sich was klar zu machen. Ich schalte gerade mal die ganzen Engrams frei. Adobe Door, wo ist die denn jetzt? Die auch wieder übersprungen. Also manchmal. Was denn jetzt hier? Hier gibt's kein Adobe. Ja, du hörst zu schreien, so warm ist das auch nicht. So, pa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 p. Also, bis ich damit fertig bin, cutte ich euch das mal raus.